Moin Leute, ich bin Wenzel und der neue Host von 100 Hektar Heimat. Vor ein paar Wochen habe ich das Posting hier gesehen. Und Leute, ich lese das so und ich denke mir, boah, genau darauf habe ich Bock. Philipp, Michel und Ronja sind ja alles Landwirte. Ich bin jetzt neben den drei Landwirten der vierte hier in der Gang. Und ich bin jetzt dazu da, um euch zu zeigen, was noch so auf dem Dorf abgehen kann. Wir machen heute eine kleine Hoftour. Da zeige ich euch den Hof, die Autos, die Strecke. Ah, und die Roller. Und wenn ihr nichts mehr von 100 Hektar Heimat verpassen wollt, dann macht so wie ich, abonniert bei YouTube, Instagram und TikTok. Das wird fett. Let's go! Wir stehen jetzt hier mitten auf unserem Hof. Hier wohne ich mit meiner Familie. Wir wohnen in Rietz-Neuendorf, das ist eine kleine Gemeinde in Brandenburg. Und hier verbringe ich am liebsten meine Freizeit. Ich feiere das Dorfleben so sehr, weil man immer geile Projekte mit den Freunden starten kann. Ein Projekt davon zeige ich euch jetzt. Das ist unsere Scheune, die bauen wir aktuell aus. Vorher war hier ein Schweinestall drin, deswegen mussten wir zuerst alles komplett entkernen. Schrauben, hämmern, basteln, Blödsinn machen. Sowas können wir unten dann machen. Und oben vielleicht sowas wie einen kleinen Gemeinschaftsraum zu machen, dass man oben auch mal übernachten kann zusammen. Oder einen kleinen Tischkicker oder sowas oben hinstellt. Was Gemütliches. So eine Projekte leben davon, dass man zusammen halt die Sachen erledigt. Ja? Da das Projekt ja richtig groß ist, bin ich froh, dass mir richtig viele Freunde dabei helfen. Manchmal bauen wir hier bei der Scheune, manchmal bauen wir bei jemand anderen Carport. Man hilft sich gegenseitig und somit werden die Projekte immer geil und machen Spaß. Alle Dorfkinder, packt mein Herz in die Kommentare. Das war's mit der Scheune. Jetzt wird's fett, jetzt zeige ich euch meine Autos. Leute, das ist unser Fuhrpark. 5 Autos stehen hinter mir. 4 davon sind meine, einen gehört mein Bruder. Ich zeige euch erstmal meine Autos. Let's go. Das ist mein erstes Auto gewesen. Mein Vater hat mir das Auto gekauft, als ich 14 Jahre alt war. Da habe ich angefangen, ein bisschen daran rumzuschrauben. Und dann kam das zweite Auto, das dritte Auto und dann ging das alles seinen Lauf. Das Auto ist jetzt schon 6 Jahre hier. Dementsprechend sind schon ein paar Sachen kaputt gegangen. Die Delle ist entstanden beim Autofußballspielen. Da ist mir jemand frontal in die Tür reingefahren. Vom Gefühl her läuft er manchmal ein bisschen unrunder. Muss man schauen, wie lange er jetzt noch durchhält. Das ist unser Lastentier, das ist unser Schwede. Der ist richtig stabil, ja, den kriegst du nicht kaputt. Der hat auch die Delle da ins Auto gemacht und sieht von vorne trotzdem noch wie neu aus. Weiß ich nicht, Digga. Der hält wirklich alles aus. Leistung weiß ich nicht, Papiere habe ich glaube nie bekommen. Aber es fühlt sich mächtig an. Das Auto heißt Poolauto, weil ich zusammen mit meinen Freunden letzten Sommer da einen Pool reingebaut habe. Das war mal unser Pool, nicht mehr so viel zu erkennen. Dafür haben wir damals vor einem Jahr das Dach hier komplett abgenommen. Neben den anderen beiden Autos haben wir noch den und den, die wir meistens einfach nur zum Rumfahren, zum Rumheizen benutzen. Dann haben wir einmal hier die amerikanische Power und die italienische Performance. Leute, bei mir stehen ja schon ein paar geile Karren rum, aber die geben langsam alle den Geist auf. Darum habe ich jetzt eine Idee. Wir organisieren uns ein 100 Hektar Heimat Community Auto, wo ihr bestimmen könnt, was wir daran machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr zufälligerweise noch ein Auto rumzustehen habt, meldet euch gerne bei uns, dann kommen wir es abholen. Und dein Auto wird das neue Community Auto von 100 Hektar Heimat. Das wird doch insane, oder? Die ganzen Autos, die ich habe, die benutzen wir zum Rumheizen. Und das machen wir auf dieser Strecke und nicht auf öffentlichen Straßen. Warum macht ihr das nicht auf öffentlichen Straßen? Weil die alle keinen TÜV haben und weil Teile abfliegen und weil damit alle gefährdet werden, die da am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Deswegen haben wir uns hier diese Strecke aufgebaut, damit wir hier ungestört fahren können. Diese Woche haben wir die Strecke noch ein bisschen vorbereitet. Wir haben Rasen gemäht und Erdarbeiten gemacht, damit die Strecke in einem besseren Zustand ist und wir jetzt ein paar Runden fahren können zusammen. In was für einen exquisiten Zustand diese Strecke jetzt ist, zeige ich jetzt zusammen mit meinem Bruder. Meister, komm mal, Junge. Ja, was ist los? Hä? Stell dir mal vor hier. Ja, ich bin Laurenz. Manche nennen mich auch Lauri. Ich bin 14 Jahre alt. Guter Fahrer geworden, schon über die Zeit. Nervt manchmal ganz schön, hört nicht, was man sagt. Aber im Großen und Ganzen vertragen wir uns doch die meiste Zeit und haben viel Spaß zusammen. Meine 4 Autos habe ich euch ja schon gezeigt. Lauri hat auch noch eine Kiste und die zeigt euch selber. Das hier ist mein Auto. Ist ein Japaner. Ist mein erstes Auto. Hat ein 4-Zylinder Boxermotor, hat so um die 98 PS. Hab mit Kumpels immer dran geschraubt, viel kaputt gemacht, auch viel repariert. Hat schon den zweiten Kühler drin und bis jetzt hält er noch ganz gut durch. In dem Auto steckt auf jeden Fall die meiste Geschichte
die meisten Emotionen schon hinter, die meiste Herzblut, den mein Bruder hier in dieses Auto steckt. Also wenn es mein Auto gewesen wäre, würde es nicht mehr hier stehen. Leute, die Autos kennt ihr, die Strecke habt ihr auch gesehen. Jetzt ist Zeit, mal ein bisschen Action reinzuhauen. Jetzt fahren wir mal eine Runde, wa? Wir fahren ein kleines Zeitrennen gegeneinander. Oh. Gut, wenn es fängt an. Leute, noch eine wichtige Info. Mein Bruder war erst 14 Jahre alt, darf jedoch hier auf unserer Strecke fahren, weil es ein abgesperrtes Privatgelände ist und somit örtlich getrennt vom öffentlichen Straßenverkehr ist. Ist so wie im Motorsport, da kann man auch ohne Führerschein fahren. Deswegen geht's hier. Anscheinend immer ganz wichtig, Leute, Sicherheit geht vor, auch wenn man nicht auf der Straße ist. Auch wenn ihr Feldwege fahrt, egal wo ihr fahrt, immer anschnallen, ne? So, Leute, ich habe Schnick, Schnack, Schnuck gewonnen. Ich muss jetzt vorlegen. Na gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird? Was wird? Ich glaube, ja, haben wir im zweiten Gang durch. Alter, komplett überhaupt gar nicht die Linie getroffen, egal. Aber ich glaube, es war trotzdem ganz schnell. Ach, was sagt die Zeit? 32.08. 32.08. Ich denke, Zeit ist ganz gut. Mal gucken, was der Kollege hier macht, ne? Ja. Die Kurve. Das ist die engste Kurve da. Mal gucken, wie er sie kriegt. Jetzt eigentlich nur noch Vollgas hier. Auch ganz schön weit außen. Der kleine Jump. Oh, ohne zu schalten in die Ziel gerade. Und? Was sagt die Zeit? 32.33. Bin ich schneller? Knapp, ich bin schneller. Aber knapp. Knapp. Du warst 13. langsamer als ich. Nicht traurig sein. Ich bin nicht traurig. Na gut. Das hier ist meine neueste Idee. Ich habe letzte Woche zusammen mit einem Kumpel ganz viele Rollerteile organisiert. Moin Leute, wir waren heute den ganzen Tag unterwegs und haben hier einen Haufen Roller gekauft. Ja, das ist auf jeden Fall extrem viel. Dazu zählen diese Roller hier, ganz viele Ersatzteile, Motoren, Plastikteile, alles was dazu gehört. Fahren die? Keiner davon fährt. Alle im verschiedenen Zustand. Manche komplett auseinandergenommen, bei manchen ist wenigstens noch der Motor drin. Und Ziel ist natürlich, möglichst viel davon wieder zum Laufen zu bringen. Es gibt zwei Sachen, die wir mit den Rollern machen. Zum einen, ein paar wollen wir wieder auf die Straße bringen. Und mit ein paar wollen wir auf unserer Strecke ein paar kleine Rollerrennen veranstalten. Angefangen hat die Sache, ich habe mir einfach den Roller hier so aus Spaß gekauft, um einfach mal zu gucken, ja, macht das Spaß damit rumzufahren. Dann sind wir ein paar Runden gedreht. Dann bin ich auch zusammen mit meinen Freunden damit rumgefahren, ein bisschen über die Feldwege geheizt. Die haben sich dann auch Roller geholt und so ist das ganze Ding entstanden. Rollerfahren ist jetzt so ein neues Ding, das muss ich erst erkunden. Für mich ist das noch ein ziemlich neues Thema. Viele von euch haben wahrscheinlich schon vielzeitiger damit angefangen, an so Roller, Simson, 50 Kubik, irgendwas rumzuschrauben davon. Ich bin da komplett neu, muss mich da erstmal reinfuchsen. Weiß noch nicht, wie toll das wird. Ja, das große Ganze. Von daher habe ich auch noch nicht so viel Ahnung wie wahrscheinlich ein paar von euch. Aber ihr könnt gerne, wenn ihr Tipps für sowas habt, immer gerne schreiben, damit ich auch ein bisschen was von euch lerne. Das ist der einzige Roller, der fährt. Und mit dem machen wir jetzt eine kleine Runde. Wo willst du denn hin, die Kamera? Hey Leute, ich habe richtig Bock, mit euch hier zusammen geile Projekte umzusetzen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollt. Fast hingeflogen, Alter. Das war mein erstes Video von 100 Hektar Heimat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Hier ist noch ein Video von Philipp, mein persönliches Lieblingsvideo. Und darunter ist noch ein Video von Einfach Fußball, wie es ist, Fußballstar zu werden. Das war's von mir. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.